Ja? Ich bin es, Chadley. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materie synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Komm schon, ich zeige dir, wie es funktioniert. Bestätigt. Gut, beginne mit der Analyse der Graslande. Ich suche das Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materia zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Die Funktürme wurden von der Republik Junon errichtet. Das Ziel war es, das Wissen der Menschen über den Planeten zu erweitern. Die Türme sammeln Daten zu Energieströmen, was uns Aufschluss über Orte von wissenschaftlichem Interesse gibt. Oft kann man dort seltene Reliquien oder Naturphänomene finden. Solltest du auf einen Funkturm stoßen, aktiviere ihn daher bitte. Ach so, Ungeheuer werden von den Türmen angezogen wie Motten vom Licht. Sei also vorsichtig. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Indem du Informationen sammelst, lieferst du mir die notwendigen Daten, um neue Materia zu entwickeln. Mein Erfolg hängt also ganz von dir ab. Auf weiterhin produktive Zusammenarbeit. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Dank einer speziellen Brille kannst du nun von überall Kämpfe im virtuellen Raum bestreiten. Ein Kampfsimulator für unterwegs.
Ich habe dafür ein von Shinra eingesetztes Trainingsmodul nach meinen Vorstellungen modifiziert. Ich füttere den Simulator mit Daten aus deinen Kämpfen, sodass er immer auf dem allerneuesten Stand ist. Geplant ist außerdem noch eine Analyse regionaler Mythen. Auf diese Weise gedenke ich, Esper zu simulieren. Bei einer Esper aus den Graslanden ist mir das sogar schon gelungen. Und zwar dem legendären Titan. Seine Simulation kannst du bereits ausprobieren. Fordere ihn doch mal heraus. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Welche Aufgabe möchtest du besprechen? Es gibt Wesen, die durch Anpassung an ihre Umgebung so weit mutiert sind, dass sie nun eine Bedrohung darstellen. Ich möchte, dass du sie findest, bekämpfst und dabei Daten über sie sammelst. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. An einigen Orten durchbricht der Lebensstrom die Oberfläche und bildet Lebensquellen. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Deshalb sind diese Orte für Shinra nicht von Interesse. Aber für uns sind sie ein Geschenk des Planeten. Die Untersuchung dieser Lebensquellen eröffnet uns nämlich wertvolles Wissen. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Es gibt geheime Orte, an denen sich Fragmente planetarischen Wissens zu Kristallen verdichtet haben. Das in ihnen eingeschlossene Wissen ist vielfältig. Doch was mich am meisten interessiert, sind die Esper. Durch die Analyse der Kristalle und die Extrahierung ihrer Daten ist es mir möglich, unsere Beschwörermateria weiter zu verstärken. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Auf diese Frage habe ich gewartet, Cloud. Ich habe vorhin einige seltsame Energiewerte gemessen. Meiner Vermutung nach werden sie von Relikten aus der Vergangenheit verursacht. Um was es sich genau handelt, kann ich nicht sagen. Daher sollten wir vorsichtig sein. Ich habe mir auch einen Namen für diese Art von Relikten ausgedacht. Protosubstanz. Gut, nicht? Als Namenspate fühle ich mich den Relikten gleich noch mehr verbunden. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn du mir bei der Suche und der Analyse der Protosubstanzen helfen würdest. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Gut, dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst.